Liebe Gäste, liebe Mandanten, liebe Fans von Tech & Law TV, herzlich willkommen zu unserer Februar-Ausgabe. Heute mit dem Thema 1,5 Grad. Wie Nachhaltigkeit von Unternehmen gemessen wird und welche Rolle das in den Finanzmärkten spielt. Interessantes Thema, interessante Gäste. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich gehe erstmal zu unserem lieben Gast, Dr. Sebastian Müller, ein Gründer des Unternehmens Right Based on Science, ein Mitgründer, der uns hier mit Rat und Tat zur Seite steht. Und dann haben wir Verena, meine liebe Kollegin und Partnerin, Dr. Verena Ritter-Döring von Taylor Wessing natürlich, die als Finanzexpertin das spiegelt, Sebastian, was du uns jetzt erstmal erläuterst. Ja, was ist eigentlich für ein Thema? 1,5 Grad mit Finanz, wo ist da so die Verbindung? Ich hole mal noch ganz kurz aus. Ihr seid ja berühmt. Ja, das letzte Handelsblatt-Cover, wichtige Persönlichkeiten 2022, hat deine Mitgründerin Hanna mit abgebildet zwischen Zelensky und Biden. Das ist ja, muss ich sagen, nicht schlecht. Das heißt, ihr seid bekannt, berühmt. Und das wollen wir erstmal wissen, was ist eure Story, was macht ihr, wo kommt das her? Und ich will natürlich auch mal wissen, ob es dann auch Streit gab, wer aufs Cover kam. Ja, vielen Dank. Es freut mich, heute mit euch in den Austausch zu gehen. Ja. Berühmt ist natürlich ein großer Begriff. Bekannt, ja. Was machen wir? 2016 hier in Frankfurt gegründet, sind ein Climate Tech. Und wir machen die wirtschaftliche Aktivität von Unternehmen, Finanzportfolien und Immobilien greifbar. Und das ganz schlicht und einfach in Grad Celsius. Das ist so der Kern, was wir machen. Und Streit, wer aufs Cover kommen soll, gab es nicht, weil wir wussten davon nichts. Von daher konnten wir den Streit umgehen. Das ist ja noch ehrenvoller, muss ich sagen. Ja. Das ist doch noch ehrenvoller. Stell dir vor, Verena, eines Tages tauchen wir im Handelsblatt auf und wissen davon gar nichts. Nein. Ja, wäre schön. Ja, du hast schon gesagt, ihr messt. Ich würde sagen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn ich an Klimaschutz denke, dann denke ich irgendwie, sehen wir Straße festkleben oder vielleicht Papier doppelseitig bedrucken oder bitte nicht mit dem Flugzeug fliegen. Das ist das, womit wir uns auch in Unternehmen so beschäftigen, wenn wir was Gutes tun wollen fürs Klima. Aber euer Ansatz scheint irgendwie ein ganz anderer zu sein. Alle Punkte, die du genannt hast, sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil da jeder seinen eigenen Beitrag zu leisten kann. Was wir machen ist, wir arbeiten zum Beispiel mit Unternehmen zusammen, um deren Klimawirkung, deren Climate Impact erstmal greifbar zu machen und dann auch steuerbar zu machen. Das heißt, wir gehen mit den Unternehmen rein, schauen, wie viele Emissionen stoßen sie aus, wie viel Wertschöpfung produzieren sie, setzen das in ein Verhältnis, um so dann die Sprache des Pariser Klimaabkommens zu sprechen. Da steht ja eine Grad-Celsius-Zahl als Ziel drin. 2 Grad im Idealfall, unter 2 Grad im Idealfall, 1,5 Grad Celsius als Ziel. Und genau darin begleiten wir die Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen machen das nicht, weil sie gute Unternehmen sein wollen, sondern weil sie es offenbar müssen. Sowohl als oder sollen sie es nur? Sowohl als auch. Also es gibt den regulatorischen Druck. Erfreulicherweise, aus meiner Sicht erfreulicherweise, stehen solche Anforderungen mittlerweile auch in Berichterstattungspflichten wie so einer CSRD. Da steht mittlerweile drin, dass man Pläne veröffentlichen soll, um auf 1,5 Grad, wie man auf 1,5 Grad Celsius kommen möchte. Das ist so dieser äußere Druck. Aber dann gibt es natürlich auch Stakeholder, die das verlangen. Stellt euch vor, ihr wisst, ihr arbeitet bei Taylor Wessing. Zu wie viel Grad Celsius trägt denn Taylor Wessing bei? Ich erfinde eine Zahl. Wenn ihr jetzt wüsstet, ihr arbeitet jeden Tag für ein Unternehmen, was zu 3,2 Grad Celsius beiträgt und keine Idee hat, wie es auf die unter 2 kommt, das macht ja was mit einem. Möchte ich als Talent noch für ein Unternehmen arbeiten, was zu 3,2 Grad Celsius beiträgt und keine Idee hat, wie man dagegen steuert? Oder, um das Ganze zu übertragen, auch auf den Finanzmarkt, möchte ich mein Geld investieren in ein Portfolio, was zu 2,8 Grad Celsius beiträgt und wieder keine Strategie hat, keinen Plan hat, wie es auf die unter 2 kommen könnte. Auf Immobilien übertragen, wollt ihr in einem Gebäude leben, arbeiten oder in eins investieren, was zu 4 Grad Celsius Erderwärmung beiträgt? Und genau das machen wir greifbar. Genau diese Grad Celsius, das ist etwas, diese einfach verständliche
Übersetzung von abstrakten Emissionen oder von Emissionsneutralitäten, Klimaneutralität, das übersetzen wir in diese Grad-Celsius-Zahl. Das heißt, Druck kommt, Umsetzungsdruck aus den Unternehmen selbst heraus, ja, über die Mitarbeiter, von der über die Öffentlichkeit, ja, und aber auch, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, quasi rechtlich aus einer Compliance-Anforderung. Und was aus diesem Mix, würdest du sagen, übt am meisten Druck aus? Kann man das überhaupt sagen? Der Anspruch von Unternehmenslenkerinnen und Lenkern an sich selbst. Mhm. Die Gestaltungsfreiheit, die aktuell noch Möglichkeit, auf einer Gewinnerseite zu stehen. Die meisten Unternehmenslenkerinnen und Lenker sind ja sehr getriebene Menschen, sehr kluge Menschen. Und in der entsprechenden Entscheidungsfreiheit wollen sie ihre Unternehmen ja auch im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig für die Zukunft aufstellen. Und genau das kann man so machen. Finde ich interessant, weil man üblicherweise doch annimmt, ein Unternehmen ist gewinnmaximierend unterwegs und würde das, also wird nur das Klima mit berücksichtigen, weil es es muss, aber nicht, weil es das von innen heraus möchte. Aber zur Gewinnerseite und zur Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens würde ich da an der Stelle tatsächlich, oder so hören wir es viel, aktuell kann man das noch nicht ganz konkret quantifizieren. Wenn wir es am konkreten Beispiel machen, eine Unternehmenslenkerin weiß, sie trägt aktuell zu 3,2 Grad mit ihrem Unternehmen bei und weiß noch nicht richtig, wie sie das Ganze für die Zukunft steuert. Sie braucht dann aber irgendwann mal Fremdkapital, um neue Maßnahmen zu finanzieren, um neue Produktionsstätten aufzubauen, um das Unternehmen zu lenken. Kriege ich als 3,2 Grad Unternehmen künftig noch Kredite überhaupt? Und wenn ja, vielleicht zu welchen Konditionen? Sind die schlechter, als wenn ich nachweisen kann, ich habe eine Idee, wie ich auf die unter 2 Grad komme? Das ist genau das, wo ich sage, das kann der Markt aktuell noch nicht quantifizieren, was für ein Risiko da drin steckt, ein 3,2 Grad Unternehmen zu sein. Dass es aber ein Risiko ist, das steht fest. Müsste man das nicht veröffentlichen? Oder wie, weiß ich, im Supermarkt auch die Überlegung, dass man jetzt besonders fett- und zuckerhaltige Ernährung, kriegt man irgendwie einen roten Balken, gelben Balken, grünen Balken, dass bei jedem Unternehmen draußen steht, ich bin so auf 3,2 Grad. Und weil ich glaube, viele wissen es gar nicht. Ja. Ja, wenn du uns beide fragst, wissen wir das so genau mit Tellerwässing? Wahrscheinlich 0,8. Wer weiß, aber wir wissen es nicht genau. Ne? Gibt es da noch eine Überlegung, wie man das noch über, ich sag mal, Blaming und Shaming irgendwo noch mehr Druck ausübt? Oder meinst du, das reicht aus, gerade wegen der Investoren, dass das irgendwo quasi vermerkt ist im Prospekt? Es passiert ja schon. Also Investoren schauen schon, zu wie viel Grad Celsius trägt ein Unternehmen oder eben dann auch ein Investmentportfolio, Staatsanleihen etc. bei. Das wird also schon gemacht, selbst wenn das Unternehmen es nicht veröffentlicht. Der Finanzmarkt nimmt diesen Blick schon ein. Und die Unternehmen selbst, wir hatten die CSRD vorhin ganz kurz genannt, ab 2025 müssen Unternehmen Pläne veröffentlichen, wie sie auf die 1,5 Grad Celsius kommen. Das heißt, dieser regulatorische Druck, der ist jetzt gerade nicht mehr irgendwo in weiter Ferne, sondern in 2025 wird ganz konkret diese 1,5 Grad Celsius Realität. Dann gehen wir mal rüber zu Recht. Das ist eine sehr schöne Überleitung zu dem regulatorischen Druck, dass man für diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die das noch nicht wissen, dazu gehöre ich nämlich auch, wie ist das, wo kommt das her? Mal angefangen vom Pariser Klimaabkommen, wie drückt sich der Druck aus? Also vielleicht, dass man das einmal herleitet und auffächert bis zum Punkt, wo wir heute stehen. Genau, also so ganz ohne Druck und nur aus gutem Willen funktioniert es halt auch nicht. Wir haben 2018 gab es den EU Action Plan, das ist so die Geburtsstunde der aktuellen ESG-Regulierung, kann man so sagen. Und dann wurde politisch sehr lange darum gerungen, was wollen wir regulieren, was ist eigentlich eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Wir wollen ja einen einheitlichen Standard erstmal für die Definition finden in Europa. Und da sind wir schon, Europa ist schon recht groß, also da haben wir schon ein großes Ziel gehabt politisch. Und es wurde sehr ums Wording gerungen und jetzt haben wir eine Taxonomieverordnung, die quasi die Definition vorgibt und so eine Einheitlichkeit in der Nachhaltigkeitsregulierung
in Europa darstellen will. Also auch da sind wir auch noch am Anfang, da gibt es noch viele Themen. Also die Gradzahl zum Beispiel ist was, das ist sehr plastisch, das versteht man. Aber es gibt halt immer noch 700 Öko-Label für alles Mögliche, also für Gebäude, für Lebensmittel. Und damit der Kunde, der Investor später im Finanzmarkt dann sich zurechtfindet, war die Idee, wir brauchen es einheitlich, was sinnvoll ist. Und jetzt haben wir tatsächlich für den Finanzmarkt schon harte Regulierung. Es ist nicht mehr nur, dass die Unternehmenslenker in sich finden, intrinsisch, wir wollen das besser machen, was natürlich sehr schön ist. Der Finanzmarkt hat es nicht so richtig in sich, also da braucht es, glaube ich, ein bisschen Druck. Und jetzt haben wir seit März 21 haben wir eine Transparenzregulierung. Also wir haben keine Produktregulierung bis jetzt oder wir stehen da am Anfang, aber wir haben ein Transparenzregime, das jedem Investor sagen soll, was ist eigentlich drin an nachhaltiger Wirtschaftstätigkeit, an Nachhaltigkeitsrisiken in dem Produkt. Und das müssen wir vorvertraglich schon sagen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz konkret zivilrechtliche Ebene reingezogen und wir müssen das auch berichten. Und ich glaube, die Hauptschwierigkeit im Moment im Finanzmarkt ist, dass wir diese Daten brauchen. Also wir müssen ja wissen, was im Finanzprodukt drin ist. Also wenn jetzt ein Unternehmen, muss jetzt, die DAX-Unternehmen können es wahrscheinlich, aber sagen wir mal, irgendein Mittelständler will jetzt am Finanzmarkt sich Geld beschaffen und will Anleihen ausgeben oder irgendein anderes Finanzprodukt und will das emittieren und dann über eine Bank vertreiben lassen, dann muss die Bank wissen, um mit dem Investor reden zu können, was ist da drin? Und dann kommen wir eben wieder dazu, was Sebastian gesagt hat. Die Unternehmen sind quasi indirekt im Moment durch die Finanzmarktregulierung schon gezwungen zu gucken, was ist bei mir nachhaltig, wie sieht die Lieferkette aus, was kann ich überhaupt an Nachhaltigkeitsdaten geben? Und das ist halt für viele Unternehmen Neuland. Also das stellt tatsächlich die gesamte Realwirtschaft vor eine große Herausforderung. Das ist, glaube ich, der notwendige Schritt und irgendwo muss man anfangen. Und der regulatorische Druck kommt jetzt quasi über den Finanzmarkt, weil man sagt, der Investor soll erstmal wissen können, was da drin ist. Und das gilt in ganz Europa? Ja, das gilt jetzt schon in ganz Europa. Das hat jetzt auch einen internationalen Trend. Also die USA versuchen jetzt auch ganz viel an Nachhaltigkeitsregulierung zu schaffen. Es ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir erkannt haben, dass das Pariser Klimaabkommen, sagen wir mal, es ist nicht mehr so total easy, das 1,5%-Grad-Ziel zu erreichen. Und es muss jetzt was passieren. Und das ist so. Und ohne Regulierung passiert es nicht. Und ich glaube, es haben schon viele verstanden, dass wir eben nur eine Erde haben, dass was passieren muss. Und das ist ein ganz guter Weg. Also die Idee der Europäer war, wir lenken die Finanzströme um. Also wir geben jetzt nicht nur neues Geld rein, sondern wir versuchen das, was da ist, umzulenken in eine nachhaltigere Wirtschaftstätigkeit. Um das mal einzuordnen, wir Juristen denken ja auch mal so ganz gerne in Kästchen. Das ist dann wohl ein Compliance-Thema. Das gehört quasi in die Abteilung Compliance. Es gehört quasi in noch mehr. Es gehört in Compliance, es gehört ins Risikomanagement, es gehört in die Produktentwicklung, es gehört eigentlich in die Unternehmensstrategie, in die Strategie auch der Finanzinstitute. Was will ich als Institut eigentlich anbieten? Wir haben mittlerweile viele Vorgaben, also wir sind da schon noch am Anfang. Aber es tut sich schon was, aber es wird sich noch viel, viel mehr tun. Aber wir sind jetzt schon so weit, dass wir sagen, wenn wir halt draufschreiben, es ist ein grünes Produkt, dann muss halt auch ein grünes Produkt drin sein. Brenna, wie nimmst du das wahr? Wie beobachtest du das, die Reaktion bei euren Mandantinnen und Mandanten? Ist das willkommene, sind das willkommene Leitplanken, die Regulatorik, oder ist das eher der Fremdkörper, der einschränkend wahrgenommen wird? Ja, also willkommen ist es, glaube ich, nicht. Also wenn man mit den Leuten spricht, ich glaube, für jeden Einzelnen ist es schon was Positives, weil wir ja alle ein Teil der Gesellschaft sind und weil wir das alle irgendwie richtig finden. Aber für die Institute selbst ist es halt wieder eine Regulierung. Ich meine, der Finanzmarkt ist schon sehr stark reguliert und es kommen ja gefühlt 4-5 Regulierungen im Jahr. Und jetzt haben wir so eine Regulierung, die kam so ganz leise daher. Also seit 2018 beschäftigen wir uns damit und immer wenn ich gesagt habe, also wir waren auch von Anfang an dabei und haben das beobachtet und begleitet und
immer wenn ich gesagt habe, das ist ein großes Ding, dann gucken mich alle, haben mich alle ganz skeptisch angeguckt und gesagt, ach Verena, ich weiß nicht. Da sag ich, doch, das ist wirklich ein großes Ding, das wird schlimmer als Mifid. Nein, jetzt, mittlerweile, ja, es ist fast wie die Digitalisierung. Es ist wirklich was Neues, es wird wirklich was verändern. Und im Moment ist es tatsächlich noch ein Burden, weil halt viele dann sagen, ich weiß gar nicht, wo ich die Daten herbekomme. Und du hast schon gesagt, die CSRD wird dann ab 2025 tatsächlich, glaube ich, vieles leichter machen, weil wir dann Daten haben. Und bis dahin müssen wir halt mit der Regulierung irgendwie pragmatisch umgehen. Aber wenn halt die Institute dann die Anwälte fragen, dann wollen die halt gern hören, so und so machst du es. Und wir können halt manchmal auch nur sagen, ihr müsst pragmatisch rangehen, ihr müsst mit Menschenverstand gucken und ihr müsst quasi ehrlich sein. Sebastian an. Genau, Sebastian macht das, genau, hat da jetzt ja eine handfeste Lösung. Aber du brauchst übrigens keinen Kummer haben. Ich bin ja Datenschutzrechtler und wir sind auch nicht immer gewollt. Aber trotzdem ist es richtig. Genau. Sehr, sehr spannend. Das heißt, wir haben die Anforderungen. Die großen DAX-Unternehmen haben das wahrscheinlich schon auf dem Schirm. Viele Mittelständler nicht, denken, das geht mich hoffentlich nichts an. Wie läuft das jetzt in der Praxis? Wie sieht der Markt aus bei euch, von denjenigen, die helfen, dass man auf 1,5 Grad runterkommt? Also mehrere Fragen. Ihr seid ja sicherlich nicht die einzigen Anbieter, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Wege. Kommen die Leute zu euch, sagen verzweifelte Mittelständler, die jetzt hier zuhören und denken, ich habe das total verpasst, null auf dem Schirm, 2025, ich muss meine Produktlinie umstellen, und klopfen bei euch an, oder seid ihr unterwegs quasi akquisitorisch und sagt, habt ihr schon mitbekommen, da kommt was? Auch da wieder sowohl als auch. Bei dem Mittelstand vielleicht damit anfangend, liegt ein großer Hebel. Also einerseits ist der Mittelstand aus unserer Beobachtung stark betroffen, wenn auch nicht direkt durch die Berichtspflicht selbst, aber der Mittelstand steckt häufig in der Lieferkette, ist Zulieferer eines DAX-Konzerns oder eines berichtspflichtigen Unternehmens. Und die berichtspflichtigen Unternehmen, um an die erforderlichen Daten, du hast es angesprochen, zu kommen, die Pflicht wird durchgereicht. Das heißt, in Einkaufsprozessen, in den Lieferantenanforderungen sind mittlerweile genau diese erforderlichen Daten als notwendiger Erhebungspunkt mit enthalten, sonst wird man ausgelistet. Das heißt, der Mittelstand ist einmal direkt betroffen schon durch diese Datenanforderungen und gleichzeitig, das meinte ich gerade mit dem Hebel, hat der Mittelstand in der Regel die Lösungen, die Produkte, die die Konzerne, die zu belieferten Unternehmen hebeln können. Dieses Greening by, das mittelständische Produkt eingesetzt bei wem anderes, kann zu erheblichen Einsparungen bei diesem Unternehmen in Emissionen gedacht beitragen und dieses so befähigen, seine eigenen Ziele zu erreichen. Wir haben da eigentlich eine Win-Win-Situation und viele Mittelständlerinnen und Mittelständler haben das schon erkannt und setzen ihre Produkte sehr, sehr klug ein, um zu befähigen das. Und ich würde irgendwie auch naiv denken, Verzeihung, das ist ein bisschen ungerecht, ja, die einen, ja, die haben jetzt ein Unternehmen, was irgendwie nicht verdächtig ist, ein Dienstleistungsunternehmen, die haben nur Schreibtische, PCs und kluge Worte. Und andere graben die Erde um und verbrennen Kohle und sind da irgendwie sehr emissionslastig. Und dann sagt ihr, jetzt mach mal 1,5. Wie geht das eigentlich? Also wie, du kommst zum Unternehmen und sagst, Donnerwetter, die Schlote rauchen, alles ist noch irgendwie so wie im 19. Jahrhundert. Was sagt ihr denen? Macht dicht, macht was anderes oder wie funktioniert das? Diese 1,5 Grad Celsius, da steckt ja eine wahnsinnige Gestaltungsfreiheit drin. Verena, du hast es gesagt, in der Regulatorik, es wird häufig noch so ein bisschen als einengend wahrgenommen. Es kommt an der Stelle, glaube ich, darauf an, welche Passagen man da rausnimmt, weil wir beobachten aktuell in der Regulatorik den Shift von absoluten Emissionszielen oder nahezu planwirtschaftlich anmutenden Taxonomien, wo bestimmte Technologien konkret vorgegeben werden, sondern in die Regulatorik zieht auf einmal ganz konkret dieses 1,5 Grad Celsius Ziel ein. Das hört sich erstmal wahnsinnig ambitioniert an, aber was steckt denn dahinter? Klimawissenschaftlich steckt da ein gewisses Emissionsbudget dahinter. Und dieses Emissionsbudget wird sektorspezifisch aufgeteilt.
Das heißt, ein Telekommunikationsunternehmen, was wo der Telekommunikationssektor per Definition nicht so emissionsintensiv ist, wie zum Beispiel der Energiesektor, hat weniger von diesem Emissionsbudget zugewiesen bekommen, der Energiesektor hingegen mehr. Das heißt, die Unternehmen werden gebenchmarkt mit sektorspezifischen Emissionsbudgets. Das macht und wer, damit, Verzeihung, wer teilt das zu, das Budget, das Gesetz? Das sind nicht wir, sondern das sind dann Szenarioanbieter wie zum Beispiel die Internationale Energieagentur. Die haben ein 1,5 Grad Celsius-Szenario, wo sie dieses Emissionsbudget sektorspezifisch entlang gewisser Annahmen, die transparent gemacht werden, aufgeteilt haben. Die sind nicht die einzigen, weil es gibt nicht das einzig wahre 1,5 Grad Celsius Szenario. Es gibt dann so Anbieter wie das Network for Greening the Financial System. Die haben wiederum ihr eigenes 1,5 Grad Celsius Szenario. Das heißt, in der ganz klassischen Szenarioanalyse kann man da Sensitivitäten herausfinden, indem man mal unterschiedliche Szenarien einsetzt und schaut, wie verhält sich das eigene Unternehmen in diesem Szenario. Was aber der entscheidende Punkt ist, all diese arbeiten sektorspezifisch. Das heißt, ich kriege nicht diese Ungleichheit oder diese Unwucht rein. Hast du denn auch in deiner Praxis als Finanzrechtsexpertin zunehmend Anfragen zu dem Thema? Oder ist das noch ein junges Thema? Ich meine, 2025 ist nicht mehr so lange hin. Ja, also wir kriegen schon Anfragen zu dem Thema. Da stehen wir schon noch ziemlich am Anfang. Also es sind oft so Fragen, wo siedle ich das an? Wer ist zuständig, diese Daten zu finden? Wo finde ich die Daten? Dann gibt es natürlich Anbieter, wie du sagst, jetzt zum Grazil gibt es natürlich auch sonst ganz viele Anbieter, die so Unternehmensdaten irgendwie nachhaltig darstellen. Dann hast du drei Anbieter und drei verschiedene Zahlen pro Unternehmen. Dann steht die Finanzbranche wieder da und sagt, was nehme ich denn jetzt? Welche Daten nehme ich denn jetzt? Was passt denn zu mir? Und ich gebe dir recht, ich sehe da auch eine Chance drin. Und ich glaube, das wird auch zunehmend so gesehen werden, weil ich glaube, nur so kommen wir auch weiter. Dass man es eben nicht als Erdrücken sieht, sondern als Chance, was zu gestalten, eben in einem Rahmen, der dann regulatorisch vorgegeben ist. Hast du denn mal ein Beispiel, so eine kleine Success-Story, wo ihr das erlebt habt, dass jemand gekommen ist, der irgendwie so ein bisschen verzweifelt war oder vielleicht auch sehr kritisch und sagte, schon wieder Compliance, ich halte es nicht mehr aus? Und dann durch so einen Prozess gegangen ist und ein Unternehmen, ich will gar nicht sagen umgekrempelt, aber sich dann doch nochmal so gewandelt hat. Sozusagen also so ein Mutmacher vielleicht, eine Mutmacher-Story. Ja, verzweifelt war das Unternehmen nicht, aber steht noch immer von einer großen Herausforderung. Wir arbeiten mit einer Fluggesellschaft zusammen. Emissionen von einer Fluggesellschaft könnten natürlich ganz einfach reduziert werden, indem die Anzahl der Flüge reduziert wird. Das hat aber natürlich seinen Haken, weil dann diese Gesellschaft nicht mehr wirtschaften kann, nicht mehr wirtschaftlich attraktiv ist. Und diese Fluggesellschaft geht jetzt so heran, dass sie eine Zukunftstechnologie hat, nämlich neuartiges Kerosin, mit dem sie künftig Flugzeuge befüllen möchte. Das ist aber noch nicht in der erforderlichen Menge vorhanden. Das heißt, es werden Überlegungen angestellt, einen neuen Arm des Unternehmens aufzubauen, um in diese neue Technologie, in die Produktion dieser Technologie zu investieren. Und um diese Technologie dann aber an die Flughäfen zu bekommen, werden aktuell die Flugzahlen sogar erhöht, um die Rechte an den Flughäfen, die Mitspracherechte, nicht zu verlieren, sondern auszubauen. Das heißt, diese Emissionen des Unternehmens werden kurzfristig erstmal steigen, um die Machtposition aufzubauen oder die Einflussposition aufzubauen, um die neuartige Technologie bei den Flughäfen zu etablieren, um dann die Emissionen des eigenen Unternehmens signifikant senken zu können. In Kauf genommen wird aber, dass die Emissionen erstmal kurzfristig steigen. Und das darf man, weil man das über mehrere Jahre verteilen darf, oder wie funktioniert das? Das ist dieses Spannungsverhältnis zwischen der Emissionsbudget-Denke. Das Klima interessiert sich für die Menge an Emissionen, die über den Verlauf der Zeit in die Atmosphäre gelangen. Das Klima interessiert sich nicht dafür, ob wir von Start heute bis zu einem gewissen Zielpunkt ab sofort reduzieren, sondern wenn wir jetzt die Emissionen leicht steigen lassen und dann signifikant durch diese neue Technologie, die aufgebaut wird, reduzieren können, bleiben wir in unserem Emissionsbudget. Der Gegenpol wäre die fest vorgegebene Technologie, die sofort implementiert werden soll,
Das ist nahezu unmöglich. Wenn man jetzt einer Fluggesellschaft, die in eine neue Flugzeugflotte investiert hat, die eine gewisse Zeit üblicherweise einfach eingesetzt wird, wenn man denen jetzt vorschreiben würde, eine noch nicht entwickelte Technologie sofort einzusetzen, Flugzeuge müssen vom Himmel genommen werden, um die lineare Reduktion sofort zu starten, das ist kaum praktikabel. Also ist es gar nicht so sehr so der Verzicht, also, sondern die Veränderung, die und die Anregung zur Veränderung, die im Vordergrund steht. Ja, absolut. Also es ist nicht zwingend Veränderung, ja, das kann auch Verzicht sein, aber nicht von Anfang an der zwingend vorgeschriebene Verzicht. Das ist ein bisschen der Punkt, was ich vorhin meinte mit die klugen Unternehmenslenkerinnen und Lenker, die wissen schon ganz gut selbst, wie sie ihr Unternehmen dann konkret steuern können. Lasst uns ihnen doch einfach ein gewisses Emissionsbudget zur Verfügung stellen, wie sie das konkret verwenden. Durch Technologie A, B oder C. Das wissen die viel besser als wir. Da kommt auch so ein kleiner Ehrgeiz möglicherweise, Natürlich. Der da auch geweckt wird. Eine Gestaltungsfreiheit. Wie kriege ich das hin? Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen bei uns auch diese ganze Diskussion um die Rendite. Ganz lang hieß es ja so, auch so grüne Produkte, nachhaltige Produkte, die sind super schlecht in der Rendite. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Und es stellt sich nach und nach raus, stimmt gar nicht. Also ganz im Gegenteil, wenn man dann eben Unternehmen im Portfolio hat, die dann so disruptive, innovative Geschäftsideen haben, ist vielleicht sogar viel besser als das, was man bis jetzt als Investitionsobjekt hatte. Und an euch beide gerichtet, ist das jetzt so ein EU-Vorstoß, Alleingang? Und du hast ja schon gesagt, USA überlegt sich auch sowas. Ist man hier so eine Art globaler Trendsetter? Wird das auch eines Tages in China und in Afrika implementiert? Wie seht ihr das? Ja, wir hoffen drauf, ja. Weil also sonst macht es ja auch wenig Sinn. Es macht wenig Sinn. Es ist kein Alleingang, es kann auch kein Alleingang sein. Und irgendjemand musste anfangen, jetzt haben wir in Europa angefangen. Und dann, wenn alle sehen, es funktioniert gut, und dann die USA schon dabei. Also ich glaube, das wird global ausgerollt, ja. Es ist eine Wettbewerbssituation. Also in dem Moment, wo das Ganze als Wettbewerbsvorteil, du hast gerade von den Renditen gesprochen, wenn die Erkenntnis entsteht, dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern ein Wettbewerbsvorteil werden kann, das findet natürlich Nachahmer. Aber dazu muss einer beginnen. Das wurde begonnen und von daher sind wir da auch, oder bin ich da sehr zuversichtlich, dass das weltweit implementiert wird. Mit all den Einschränkungen, dass es natürlich Regionen auf der Welt gibt, die noch gewisse Entwicklungsstufen nehmen können, müssen. Aber genau deshalb müssen andere vorangehen, um das zu ermöglichen. Mhm. Nochmal zurück zur Finanzbranche. Es gab hier mal so den Trend, das wurde ja auch überregional verbreitet, ja, das muss irgendwie grüne Fonds, das ist ein Tick ein anderes Thema, aber ist doch in der Nähe. Und jetzt hat man dann festgestellt, da gab es wieder so eine Gegenkritik, ja, so ganz grün ist das alles nicht. Und das wurde so ein Stück weit in Frage gestellt. Wie bettet sich dann dein Thema da ein? Ist das, gehört das dazu? Gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, es ist vor allem ein Transparenzthema. Es wurden Sachen verkauft als nachhaltiger, grüner, als sie eigentlich waren. Und das ist, glaube ich, da, wo wir im Moment stehen. Wir müssen jetzt erstmal alle dazu erziehen, dass man genau sagt, was ist drin, welche Unternehmen sind drin in meinem Finanzprodukt, in welche Unternehmen investiere ich und was machen die genau. Und nicht einfach lobhudeln und sagen, es ist super grün und die haben auch eine Idee, sondern jetzt ist es auf einmal verbindlich, es ist messbar, es ist viel konkreter, als es die ganze Zeit war. Und was unheimlich spannend ist, in der Offenlegungsverordnung im Artikel 9, diese Dark Green Produkte, was steht da drin? Da steht im Absatz 3 etwas drin von, ein Fonds gilt als nachhaltig im Sinne von Artikel 9, wenn die langfristigen Erwärmungsziele von Paris eingehalten werden. Da haben wir wieder das Grad-Celsius-Ziel drin. Dort ein bisschen verklausuliert, dass nicht explizit drin steht unter 2 oder 1,5 Grad Celsius. Aber der Bezug zum Pariser Klimaabkommen, was genau diese Grad-Celsius-Zahl als Ziel vorsieht, ist ganz explizit dort enthalten. Meint ihr denn, das reicht jetzt mit Blick auf 2025 oder 2030? Oder brauchen wir noch mehr Regulierung und vielleicht auch eine 1,5 Grad Celsius-Polizei, die rumgeht und das alles mal, sagen, Thema Enforcement, Durchsetzung. Brauchen wir da mehr Druck oder reicht das?
geht das in die richtige Richtung? Ich denke, es geht in die richtige Richtung. Also es wird sowieso noch mehr Regulierung kommen. Wir haben ja jetzt von ESG erstmal das I reguliert. Es kommen ja noch S und G. Es wird noch mehr delegierte Verordnungen geben, die konkretere Sachen vorgeben. Also ich glaube, jetzt noch mehr Druck zu machen, würde den Finanzmarkt und auch, glaube ich, die Gesellschaft überfordern. Und das letzte Wort sozusagen für dich. Danke. Was sagst du dazu? Das ist jetzt großer Druck. Ich sehe das auch, dass vieles angelegt ist. Wir sind gerade in so einer Transformation hin dazu. Wir haben in den letzten Jahren so einen Ambitionswettbewerb gesehen von Unternehmen. Die Zielsetzungen wurden immer stärker, zeitlich immer weiter vorverlegt und kriegen jetzt gerade so einen Umsetzungswettbewerb. Das zeigt die CSRD schön. Es sollen jetzt auf einmal Pläne veröffentlicht werden, wie man ein gesetztes Ziel erreichen möchte. Und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir jetzt in diesen Umsetzungswettbewerb sehr zügig kommen. Und von daher bin ich da positiv gestimmt. Ja. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, liebe Verena. Vielen Dank, lieber Sebastian, für diesen spannenden Einblick in dieses für doch viele neue Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Tech and Law Gemeinde. Ein positiver Ausblick und wir wünschen euch auch noch einen positiven Tag und bitte bleibt dran. Es geht im nächsten Monat weiter. In der März-Ausgabe haben wir den Chef von DeepL bei uns, diesmal in Düsseldorf. Immer wieder Digitalthemen hier bei uns in Tech and Law TV. Einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.